Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute geht es mal um dieses gute Stück. Zauber der Gewürze. Die Gewürzmanufaktur für Feinschmecker. Ja, das ist ein Adventskalender mit Gewürzen. In einer schicken weißen Box mit Schleifchen. Ja, und die schauen wir uns heute mal an. Quasi ein Unboxing. So. Der 1. Dezember ist ja bald, also ihr habt noch locker 2 Wochen Zeit, falls ihr noch einen Adventskalender sucht oder braucht oder verschenken wollt, das wäre eine gute Möglichkeit. Also schleife es ab, die Box kann man aufklappen und hervorkommt eine kleine Broschüre mit sämtlichen Gewürzen, die darin enthalten sind. Dazu noch ein Rezept, was ihr mit diesen Gewürzen anstellen könntet, wenn ihr mögt. Jo. Und etwas Papier, Pergament. Und da sind sie, 24 an der Zahl. Kleine Päckchen. Wir holen mal einen raus. Das ist, man kann es nicht erkennen. Auch noch mal eingepackt. Ja. Oh, zack, da ist es. Das ist, oh, Hähnchengewürz. Für die Hähnchenzubereitung. Ja, so sieht's aus. 24 Stück an der Zahl. Ihr könnt sie gut übereinander stapeln, wie ihr mögt. Es ist im Grunde genommen eine große Probierpackung, wo ihr euch durchprobieren könnt. Und diese Gewürze könnt ihr natürlich bei Zauber der Gewürze auch in größeren Abpackungen bestellen. Jo. Nette Geschenkidee zum Verschenken, wer noch etwas braucht. Oder wer sich einfach selber überraschen will und die Gewürze ausprobieren will, kann dies auch kaufen. Und ja, den Adventskalender könnte man sogar noch mal wiederverwenden für andere kleine Ideen. Die Päckchen sind eigentlich ganz gut designt, sehen schick aus und vielleicht könnt ihr ja für nächstes Jahr sogar einen eigenen basteln mit eigenen Geschenken und den weiterverschenken. Jo. Kostet derzeit bei Amazon 40 Euro. Und wie ich finde, eigentlich eine nette, geile Idee.